So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Bilanzrecht zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr und hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Hoffen wir, dass das neue Jahr sich besser entwickelt als das alte. Zunächst ein kurzer organisatorischer Hinweis für die Teilnehmer des Schwerpunkts 4.2. Ist in der nächsten Woche vorgesehen die Vorlesung Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht bei Herrn Dr. Bertelmann. Da gibt es eine kleine Terminverschiebung. Es wird der Block der Vorlesung, der ursprünglich für den Freitag vorgesehen war, schon am Mittwochnachmittag stattfinden. Dies vor dem Hintergrund, dass am Freitag eine Klausur in der großen Übung im öffentlichen Recht stattfindet. Die genauen Termine finden Sie in OLAT im Ordner zur Vorlesung Allgemeines Steuerrecht. Und ich habe Ihnen auch eine E-Mail verschickt. Da finden Sie sowohl die neuen Termine, also diese kleine Terminverschiebung, als auch die Zugangsdaten für Zoom für die Veranstaltung von Herrn Dr. Bertelmann am 13., 15. und 16. Januar in der kommenden Woche, die dann über Zoom stattfindet, Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht. So, wir waren in unserer Vorlesung zuletzt stehen geblieben bei den Grundzügen der kaufmännischen Buchführung und Gewinnermittlung. Da die letzte Stunde schon ein bisschen her ist, will ich das ganz kurz noch einmal wiederholen. Wir hatten kennengelernt den Grundsatz der doppelten Buchführung. Auch das ist ein GOB, also ein Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung. Und dieser Grundsatz der doppelten Buchführung besagt zum einen, dass jeder Geschäftsvorfall mindestens zwei Konten berührt, und zwar das eine Konto im Soll und im Haben. Es werden sowohl die Bilanz als auch die Gewinn- und Verlustrechnung in Konten aufgelöst. Bei der Bilanz spricht man von Bestandskonten, aktiven oder passiven Bestandskonten, je nachdem, welche Seite der Bilanz betroffen ist. Und bei den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Erfolgskonten, Aufwandskonten, Ertragskonten. Und jedes dieser Konten, egal ob Bestandskonto oder Erfolgskonto, hat zwei Seiten. Eine linke Seite, das ist die sogenannte Soll-Seite, und eine rechte Seite, die Haben-Seite. Und bei jedem Geschäftsvorfall sind mindestens zwei Konten berührt, und zwar das eine auf der Soll, das andere auf der Haben-Seite. Wir werden im nächsten Teil der Vorlesung noch einige Buchungssätze gemeinsam lösen, gemeinsam uns anschauen. Da werden wir das noch einmal dann anhand von praktischen Fällen uns auch genauer ansehen. Und der Buchungssatz lautet dementsprechend immer per Soll anhaben. Man nennt also zunächst immer per dasjenige Konto, das auf der Soll-Seite berührt ist, und dann anhaben heißt der Buchungssatz. Das heißt, man nennt als zweites Konto dasjenige Konto, das auf der Haben-Seite berührt ist. Darauf werden wir aber dann nochmal im nächsten Abschnitt der Vorlesung bei den Buchungssätzen zurückkommen. Das ist also die eine Komponente dieses Grundsatzes der doppelten Buchführung. Die andere Komponente ist, dass es neben der Bilanz auch die Gewinn- und Verlustrechnung gibt als Element der Rechnungslegung, und zwar bei allen Unternehmen, unabhängig von der Rechtsform, die buchführungspflichtig sind. Bei den Kapitalgesellschaften kommen noch weitere Elemente dazu. Paragraphen 264 folgende enthalten ja Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften. Dann hatten wir uns angeschaut, die Gewinnermittlung zunächst einmal durch Bilanzen im Handelsrecht und im Steuerrecht. Im Handelsrecht gibt es keine Legaldefinition des Gewinns, aber das ergibt sich dann eben aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, dass man letztendlich auch im Handelsrecht die Bilanzen zweier aufeinanderfolgender Geschäftsjahre vergleicht. Für das Steuerrecht ist es ausdrücklich in Paragraph 4 ESTG geregelt. Danach ist der steuerliche Gewinn der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen, gemeint ist das Reinvermögen, das Eigenkapital, in der Bilanz des betreffenden Wirtschaftsjahres verglichen mit dem Betriebsvermögen aus der Bilanz des zurückliegenden Geschäftsjahres. Der Unterschiedsbetrag ist der steuerliche Gewinn. Dieser Unterschiedsbetrag muss dann aber gegebenenfalls noch um Entnahmen und Einlagen bereinigt werden. Dazu
gleich noch näher. Also im Steuerrecht wird grundsätzlich dieser Betriebsvermögensvergleich, also ein Bestandsvergleich, durchgeführt und bei denjenigen Unternehmen, die gewerblich sind, sagt der Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Absatz 1 EStG, dass diesen Betriebsvermögensvergleich zugrunde zu legen ist, die Handelsbilanz, die allerdings um eine ganze Reihe von steuerlichen Sondervorschriften dann noch modifiziert werden muss. Ja, und das einfache Beispiel noch einmal, das wir schon aus der ersten Stunde kennen. Wir haben in der Bilanz zum 31.12.2018 ein Aktivvermögen von insgesamt 300.000 Euro. Dem stehen gegenüber Schulden, Oberbegriff für Rückstellungen und Verbindlichkeiten, von 250.000. Es ergibt sich hier also ein Reinvermögen und Eigenkapital. Das ist also das Betriebsvermögen im Sinne des § 4 Absatz 1 EStG von 50.000. Und wenn wir uns die Bilanz zum 31.12.2019 anschauen, also ein Jahr später, haben wir auf der Aktivseite ein Aktivvermögen von 690.000. Dem stehen nun Schulden von 630.000 gegenüber. Das ergibt also ein Eigenkapital, ein Betriebsvermögen von 60.000. Und die Differenz 60.000 minus 50.000 sind 10.000. Das wäre also der steuerliche Gewinn. Und hier würde sich zum Handelsrecht, das unterstellen wir mal, dass hier keine steuerlichen Sondervorschriften eingreifen, kein Unterschied ergeben. So, an dieser Stelle waren wir stehen geblieben. Im Steuerrecht ist noch von großer Bedeutung die exakte Unterscheidung zwischen dem betrieblichen Bereich und dem nicht betrieblichen oder privaten Bereich. Das Steuerrecht zielt ja auf die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ab. Und diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit spiegelt sich aber im Grundsatz nur im betrieblichen, im unternehmerischen, im Erwerbsbereich wieder, nicht dagegen im privaten Bereich. Das ist also ein Grundsatz des Einkommensteuerrechts, dass Vorgänge im Privatbereich grundsätzlich steuerlich irrelevant sind, und zwar in beide Richtungen, egal ob es sich um Gewinne aus dem privaten Bereich oder auch Verluste im privaten Bereich handelt. Die sind grundsätzlich steuerlich irrelevant, davon gibt es Ausnahmen, aber das ist der Grundsatz. Deswegen also hier wichtig die Unterscheidung zwischen dem betrieblichen Bereich auf der einen Seite und dem nicht betrieblichen oder privaten Bereich auf der anderen Seite. Nur das, was dem betrieblichen Bereich zuzuordnen ist, das erhöht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, und nur das wird dementsprechend auch bei der steuerlichen Gewinnermittlung berücksichtigt. Das bedeutet, dass von vornherein nur das Betriebsvermögen in diesen Betriebsvermögensvergleich einbezogen wird. Das heißt, nur diejenigen Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb des Steuerpflichtigen zu dienen bestimmt sind, nicht dagegen Wirtschaftsgüter, die der Privatsphäre zuzuordnen sind. Und das führt weiter dazu, dass dieser Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen des betreffenden und des zurückliegenden Wirtschaftsjahres bereinigt werden muss um Einlagen und Entnahmen. Von Einlagen spricht man, wenn wir Vermögensübertragungen, Vermögensüberführungen haben aus dem nichtbetrieblichen in den betrieblichen Bereich, und umgekehrt der Vorgang der Entnahme bedeutet, dass man aus dem betrieblichen Bereich Wirtschaftsgüter in den nichtbetrieblichen, insbesondere in den privaten Bereich, überführt. Solche Vorgänge erhöhen oder mindern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nicht. Sie sind eben nicht Ausdruck, nicht Ergebnis der Betätigung auf einem externen Markt, sondern reine Vermögensbewegungen zwischen dem privaten Bereich, der steuerlich ja irrelevant grundsätzlich ist, und dem betrieblichen Bereich. Und dementsprechend müssen für die steuerliche Gewinnermittlung die Einlagen in Abzug gebracht werden von dem Unterschiedsbetrag und Entnahmen hinzugerechnet werden. Das regelt ausdrücklich § 4 EStG. Die Vorschrift des § 4 EStG. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Das ist also die Ausgangsgröße, aber eben vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. Entnahmen müssen
wieder hinzugerechnet werden, wenn man Wirtschaftsgüter aus dem betrieblichen in den privaten Bereich überführt hat, dann mindert das ja die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kaufmanns nicht. Eine reine Vermögensbewegung zwischen unterschiedlichen Vermögenssphären. Dementsprechend müssen solche Entnahmen wieder hinzugerechnet werden und bei Einlagen genau umgekehrt. Wenn man aus dem privaten Bereich Wirtschaftsgüter in den betrieblichen überführt, dann ist das keine Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dementsprechend müssen Einlagen in Abzug gebracht werden von diesem Unterschiedsbetrag. Und erst der sich dann ergebende Betrag ist dann tatsächlich der steuerliche Gewinn. Noch einmal zum Betriebsvermögensvergleich im Steuerrecht. Dieser Betriebsvermögensvergleich ist grundsätzlich für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung durchzuführen. Von allen Steuerpflichtigen, die Gewinneinkünfte haben. Man unterscheidet im Steuerrecht zwischen den Gewinneinkünften. Das sind diejenigen Einkünfte, die aus einer selbstständigen Tätigkeit hervorgehen. Das kann eine gewerbliche Tätigkeit sein, aber auch eine sonstige selbstständige, eine freiberufliche Tätigkeit oder auch land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. Bei diesen Gewinneinkünften muss grundsätzlich dieser Betriebsvermögensvergleich, der Bestandsvergleich durchgeführt werden und nur bei Gewerbetreibenden, das heißt also im Grundsatz nur bei Kaufleuten, nicht dagegen bei Freiberuflern oder Land- und Forstwirten, ist das Maßgeblichkeitsprinzip zu beachten. Das heißt, bei Gewerbetreibenden muss dieser Betriebsvermögensvergleich auf der Grundlage der Handelsbilanz, genauer gesagt auf der Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung durchgeführt werden. Aber im Grundsatz müssen auch andere Steuerpflichtige, die Gewinneinkünfte haben, das heißt Freiberufler, Land-, Forstwirte, ihren steuerlichen Gewinn auf der Grundlage eines Betriebsvermögensvergleichs durchführen. Zu den Entnahmen und Einlagen gibt es im Handelsrecht keine explizite, keine besondere gesetzliche Regelung, anders als im Steuerrecht. Paragraph 4 haben wir gerade eben schon gesehen, Paragraph 4 EStG. Im Handelsrecht gibt es aber durchaus eine ganze Reihe von Vorschriften oder im Gesellschaftsrecht genauer gesagt, die an den Einlagen- bzw. Entnahmebegriff anknüpfen. Im Recht der Personenhandelsgesellschaften beispielsweise, da haben wir in Paragraph 121 eine Regelung über Entnahmen des Kaufmanns. Hier kann zunächst einmal nach Paragraph 121 Absatz 1 jeder Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft, das heißt, das gilt zunächst einmal für die UHG, aber auch für die persönlich haftenden Gesellschafter einer KG, kann einen Anteil in Höhe von 4% seines Kapitalanteils vom Gewinn vorab verlangen, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes vorsieht. Und bei der Berechnung des Gewinnanteils werden Leistungen, die als Einlage gemacht worden sind, berücksichtigt. Auch hier also werden diese Überführungen aus dem Privaten in das Gesellschaftsvermögen berücksichtigt bei der Bemessung des Gewinns und das Gleiche aber auch für Entnahmen, wenn also Geld aus seinem Kapitalanteil von einem Gesellschafter der Personengesellschaft entnommen wurde, dann müssen auch diese Entnahmen gewissermaßen auf den Gewinnanteil angerechnet werden. Paragraph 122, dann das Entnahmerecht des Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft, einer OHG. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, Geld bis zum Betrag von 4 von 100 seines für das letzte Geschäftsjahr festgestellten Kapitalanteils zu entnehmen. Also ein Entnahmerecht, das kann allerdings der Gesellschaftsvertrag auch abweichend regeln. Und wir haben in 121 gesehen, diese Entnahmen sind dann natürlich auf den Gewinnanteil bei der Gewinnverteilung anzurechnen. Und Paragraph 169 sagt dann, dieses Entnahmerecht findet auch auf den Kommanditisten, findet auf den Kommanditisten einer KG keine Anwendung, wohl aber heißt es im Umkehrschluss auf die persönlich haftenden Gesellschafter einer KG. Da haben wir also auch eine Berücksichtigung von Einlagen und Entnahmen, und zwar je nachdem zugunsten bei Einlagen oder zulasten des Gesellschafters. Das wird dann eben für den Gewinnanteil berücksichtigt. Und bei den
Kapitalgesellschaften, auch von großer Bedeutung, vor allen Dingen die Entnahmen, das heißt also genauer gesagt Ausschüttungen an einzelne Gesellschafter. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir ja die Besonderheit, dass hier keine persönliche Haftung der Gesellschafter besteht, anders als bei den Personengesellschaften. Deswegen kann es anders als bei den Personengesellschaften hier kein unbeschränktes Entnahmerecht der Gesellschafter geben, sondern hier sind die Entnahmen oder aus der Perspektive der Gesellschaft gesprochen die Ausschüttungen an die Gesellschafter begrenzt. Für die GmbH sagt § 30 GmbH-Gesetz, das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Das heißt also, es dürfen Ausschüttungen an die einzelnen Gesellschafter hier nur erfolgen, wenn sich keine Unterbilanz ergibt oder wenn nicht schon eine Unterbilanz besteht. Man muss also wiederum auf der Grundlage der Handelsbilanz vergleichen, das Aktivvermögen mit den Schulden und das sich daraus ergebende Reinvermögen muss mindestens dem Betrag des Stammkapitals entsprechen. Der hat bei der regulären GmbH ja eine Mindesthöhe von 25.000 Euro. Das heißt also, es muss auch nach einer etwaigen Ausschüttung an die Gesellschafter gewährleistet sein, dass mindestens ein Reinvermögen von 25.000 Euro zu ermitteln auf der Grundlage der Handelsbilanz übrig bleibt. Ist das nicht der Fall oder ist das nach einer Ausschüttung nicht mehr der Fall, dann darf diese Ausschüttung nicht erfolgen. Das dient dazu, das Gesellschaftskapital, das ja primär für die Befriedigung der Gläubiger reserviert ist, zu schützen, vor dem Hintergrund, dass wir bei den Kapitalgesellschaften eben keine persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden haben. Deswegen also hier eine sehr restriktive Handhabung von Entnahmen und noch restriktiver im Aktienrecht für die Aktionäre. § 57 Absatz 1 sagt, den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden. Diese Einlagen dienen ja der Aufbringung des Grundkapitals der Aktiengesellschaft, das wiederum die Mindesthaftungsmasse für die Gläubiger der Gesellschaft darstellt. Und § 57 Absatz 3, vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionäre nur der Bilanzgewinn verteilt werden. Das heißt also nur derjenige Gewinn, derjenige Jahresüberschuss, der in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen ist. Das also noch strenger als bei der GmbH. Bei der GmbH darf im Prinzip alles überschüssige Vermögen, das nicht zur Erhaltung des Stammkapitals gebraucht wird, ausgeschüttet werden. Bei der Aktiengesellschaft dagegen nur der in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesene Gewinn, nicht dagegen sonstiges überschüssiges Vermögen, etwa Rücklagen und dergleichen. Das darf also nicht ausgeschüttet werden. Hier also eine noch strengere Kapitalbindung. Also bei den Kapitalgesellschaften kurzum eine Beschränkung von Entnahmen. Wie ist das im Steuerrecht? Da haben wir schon gesehen, die Regelung des § 4 ESTG. Da haben wir eine ausdrückliche gesetzliche Regelung. Zunächst einmal, dass Entnahmen und Einlagen für die Bemessung des steuerlichen Gewinns keine Berücksichtigung finden dürfen, weil sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen eben nicht erhöhen bzw. nicht mindern. Und wir haben auch eine Definition der Entnahme und der Einlage in § 4, eine Legaldefinition. § 4 Absatz 1 Satz 2 sagt, Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter. Und hier sind aufgeführt Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen, die der Steuerpflichtige den Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Sie sehen, hier kommt es eben an auf die Trennung zwischen der betrieblichen und der nicht betrieblichen Sphäre. Alle Wirtschaftsgüter, die für sich, seinen Haushalt oder andere betriebsfremde Zwecke der Steuerpflichtige entnommen hat, die sind wieder hinzuzurechnen, weil sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, den steuerlichen Gewinn nicht mindern dürfen. Und § 4 Absatz 1 Satz 8 enthält auch eine Legaldefinition für steuerliche Zwecke der Einlagen. Einlagen sind danach alle Wirtschaftsgüter, Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter, heißt es hier, die der Steuerpflichtige den Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres zugeführt hat. Das ist also der Begriff der Einlage und Sie sehen, dass es da einen Unterschied gibt. In diesem Klammerzusatz werden bei § 4 Absatz 1 Satz 2 für die Entnahmen nicht nur Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, sondern auch Nutzungen und Leistungen genannt. Diese Nutzungen und Leistungen fehlen bei der Definition der Einlagen und
Das hat auch einen Grund, denn Nutzungen und Leistungen stellen keine einlagefähigen Wirtschaftsgüter dar. Es fehlt ja an der Voraussetzung, dass sie einen Nutzen für den Kaufmann über das Wirtschaftsjahr hinaus begründen müssen. Das trifft auf Nutzungen und Leistungen als nicht körperliche Vorgänge nicht zu. Wenn eine Dienstleistung beispielsweise einmal erbracht worden ist, dann ist sie gleichsam verpufft. Es findet sich dann kein Mehrwert mehr im Vermögen, kein bleibender Mehrwert mehr im Vermögen des Kaufmanns. Solche nicht gegenständlichen Nutzungen, Leistungen sind nicht einlagefähig und fallen dementsprechend auch aus dem Begriff der Einlage im steuerlichen Sinne heraus. Dagegen bei den Entnahmen soll jede nicht betrieblich veranlasste Minderung des Betriebsvermögens erfasst und wieder hinzugerechnet werden. Und das betrifft eben auch auf solche nicht gegenständlichen Nutzungen oder Leistungen zu. Wenn zum Beispiel der Inhaber eines Gartenbauunternehmens seine Mitarbeiter und seine Gerätschaften für Arbeiten in seinem privaten Garten eingesetzt hat, dann stellt das eine Leistungsentnahme dar, denn er hat diese an sich betrieblich, dem betrieblichen Bereich zuzuordnenden Wirtschaftsgüter, Personal und Sachmittel für private Zwecke eingesetzt. Und das wäre dann ebenfalls eine Leistungsentnahme. Das würde dementsprechend, der Wert dieser Leistungsentnahme würde dem Unterschiedsbetrag wieder hinzugerechnet, wohingegen die bloße Erbringung von Dienstleistungen, die an sich dem privaten Bereich zuzuordnen sind, für den betrieblichen Bereich, das begründet keinen über das Wirtschaftsjahr hinausgehenden Wert und würde dementsprechend keine Einlage darstellen. Bei dem Einzelkaufmann sind solche Entnahmen und Einlagen rein tatsächliche Vorgänge. Das handelt sich ja um Vorgänge innerhalb ein und desselben Rechtssubjekts, nämlich des Einzelkaufmanns, der natürlichen Person als Einkommensteuerpflichtigem. Und dementsprechend sind das rein tatsächliche, keine rechtlichen Vorgänge. Dagegen bei Personenhandels- und auch bei Kapitalgesellschaften, die sind ja zivilrechtlich rechtsfähig, sind also als eigene Rechtssubjekte vom Gesellschafter zu trennen. Und dementsprechend wären hier solche Vorgänge zwischen der Gesellschaftersphäre oder Privatsphäre und der Gesellschaftssphäre auch rechtliche Vorgänge, das heißt also Rechtsgeschäfte, nicht dagegen bei Einzelkaufleuten, also rein tatsächliche Vorgänge. Ja, im Steuerrecht sagt § 4 Absatz 1 Satz 2 gibt es die Barentnahme, das heißt also man entnimmt Bargeld der Betriebskasse oder man entnimmt dem Geschäftskonto Buchgeld, lässt sich also vom Geschäftskonto auf das private Konto Geld überweisen. Das wären Barentnahmen. Bei Sachentnahmen überführt man andere Wirtschaftsgüter als Geld, andere körperliche Gegenstände als Geld in den privaten Bereich. Beispielsweise man überführt ein Fahrzeug, das bislang betrieblich genutzt wurde, in den privaten Bereich, nutzt das in der Folgezeit privat oder überführt es ganz in den privaten Bereich, also nicht nur eine Nutzungsentnahme, sondern das gesamte Fahrzeug wird in den privaten Bereich überführt. Das wäre eine Sachentnahme. Oder man entnimmt den betrieblichen Bereich, dem Büro, Büromöbel, die man bis jetzt für das Büro des Betriebes verwendet hat und verwendet die fortan in seiner privaten Wohnung. Das wären also Beispiele für Sachentnahmen. Daneben gibt es aber auch Nutzungsentnahmen, wenn man das Fahrzeug, das überwiegend betrieblich genutzt wird, gelegentlich privat für private Fahrten zum Einkaufen oder in den Urlaub nutzt, dann wäre das eine Nutzungsentnahme und auch das wäre eine Entnahme im Sinne des Paragraphen 4. Das heißt also, auch hier müsste der Wert dieser Nutzungsentnahme, der Wert der Nutzung des Fahrzeugs wieder hinzugerechnet werden. Dafür gibt es im Steuerrecht einige Sondervorschriften, um diesen Wert der Nutzung, gerade bei der Nutzung, privaten Nutzung von Kraftfahrzeugen, zu bemessen. Dafür gibt es einige steuerliche Sondervorschriften. Oder die Leistungsentnahme, nochmal das Beispiel, dass der Inhaber eines Gartenbauunternehmens sein Personal mit auch den betrieblichen Gerätschaften Arbeiten in seinem privaten Garten ausführen lässt. Das wäre eine sogenannte Leistungsentnahme. Und wie sind solche Entnahmen zu bewerten? Das gibt § 6 Absatz 1 Nummer 4 vor mit dem sogenannten Teilwert. Eine Bewertung mit dem
Teilwert. Diesen Begriff haben wir schon mal gehört, und zwar im Kontext mit den mit der Aufdeckung stiller Reserven im Steuerrecht. Der Teilwert, also geregelt in § 6 Absatz 1 ESTG, § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3, sagt, der Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Teilwert also nicht bloß der Erlös, den man durch die Einzelveräußerung eines bestimmten Wirtschaftsguts auf dem Markt erzielen könnte, sondern es fließt in den Teilwert ein, der anteilige Mehrwert, den jedes einzelne Wirtschaftsgut deswegen hat, weil es zu einem werbenden Unternehmen dazugehört. Das werbende Unternehmen hat einen Mehrwert, der über die Einzelveräußerungswerte seiner einzelnen Wirtschaftsgüter hinausgeht, in Gestalt des sogenannten Geschäfts- oder Firmenwerts, der sich zusammensetzt aus dem guten Ruf des Unternehmens, seiner Marktpositionierung und so weiter. Das wird also berücksichtigt bei der Bemessung des Teilwerts. Also man könnte sagen, Einzelveräußerungswert plus anteiliger Geschäfts- oder Firmenwert des Unternehmens. Das also unter dem Teilwert zu verstehen, und diese Entnahmen sind mit dem Teilwert anzusetzen, das sagt § 6 Absatz 1 Nummer 4 ESTG, Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Man müsste sich also, bei Geld ist es unproblematisch, bei Geld eben der Nominalbetrag, bei Barentnahmen, bei Sachentnahmen müsste man eine Bewertung der betreffenden Sache eben mit dem Teilwert vornehmen, und das Gleiche auch bei Nutzungsentnahmen oder Leistungsentnahmen. Da müsste man den Wert der Nutzung der Leistung bemessen, und Sie sehen dann in § 6 Absatz 1 Nummer 4 auch in den Sätzen 2 folgende für die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs Sonderregelungen. 1% des inländischen Listenpreises ist eine Möglichkeit. Es gibt aber andere Möglichkeiten, nebenbei bemerkt noch mit Privilegierungen für Elektrofahrzeuge. Das aber hier nur am Rande. Das müssen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. So, dann bei den Einlagen im Steuerrecht. Da gibt es ebenfalls Bareinlagen und Sacheinlagen. Das ist unproblematisch. Dagegen gibt es Nutzungs- und Leistungsentnahmen nicht. Die können nicht Gegenstand einer Einlage sein. Der BFH macht für sogenannte Aufwandseinlagen eine Ausnahme. Das will ich aber hier nur kurz erwähnen. Grundsatz ist aber, dass Nutzungen und Leistungen eben nicht Gegenstand einer Einlage sein können. Warum? Weil sie eben keinen über das betreffende Wirtschaftsjahr hinausgehenden Nutzen für den Kaufmann begründen, sondern mit der einmaligen Erbringung gleichsam verpufft sind, keinen Mehrwert mehr im Unternehmen belassen. Auch Einlagen sind mit dem Teilwert zu bewerten. § 6 Absatz 1 Nummer 5 sagt auch für die Einlagen, sie sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen, höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter den hier genannten Voraussetzungen, grundsätzlich aber auch mit dem Teilwert anzusetzen. Bei Bareinlagen wiederum unproblematisch, da entspricht der Teilwert dem Nominalbetrag. Bei Sacheinlagen dagegen müsste man das betreffende Wirtschaftsgut dann mit dem Teilwert bewerten. Das also zur bilanziellen Gewinnermittlung im Handelsbilanzrecht und im Steuerrecht. Im Steuerrecht wichtig noch einmal diese Unterscheidung zwischen dem betrieblichen und dem nicht betrieblichen, dem privaten Bereich, Entnahmen und Einlagen. Und daneben gibt es noch die Gewinnermittlung mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung als zweiter Teil des Jahresabschlusses und nach diesem Grundsatz der doppelten Buchführung als zweites Element der Gewinnermittlung. Im Handelsrecht haben wir keine echte Definition des Gewinnbegriffs im Sinne der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern das ergibt sich letztendlich aus § 242 Absatz 2 HGB. Dort heißt es, dort wird also die Gewinn- und Verlustrechnung
gewissermaßen definiert und dort heißt es, die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge. Das heißt also, wenn man mithilfe der Gewinn- und Verlustrechnung den handelsrechtlichen Gewinn ermittelt, dann bildet man schlicht und einfach die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen, also Ertrag abzüglich Aufwendungen. Erträge, also alle Werterhöhungen oder Wertzugänge, die nicht als Einlage anzusehen sind und die der Aufwand dementsprechend alle Wertminderungen, die keine Entnahme darstellen. Einlagenentnahmen gehören ja in den privaten Bereich und müssen dementsprechend auch für handelsrechtliche Zwecke im Grundsatz außer Betracht bleiben oder zumindest bei der Gewinnverteilung bei den Personengesellschaften berücksichtigt werden. Im Steuerrecht gibt es eine besondere Regelung für die Gewinn- und Verlustrechnung nicht. Der Maßgeblichkeitsgrundsatz bezieht sich in erster Linie ja auf die Handelsbilanz, weniger auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings fließt die Gewinn- und Verlustrechnung spätestens ja an der Stelle Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag, also im Eigenkapital, in die Handelsbilanz ein. Das heißt also, mittelbar wird dann doch die Gewinn- und Verlustrechnung auch in Bezug genommen. Es gibt aber für einige Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften die Möglichkeit, eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen. Das für diejenigen Steuerpflichtigen, die keine Gewerbetreibenden sind, die haben nach § 4 Absatz 3 EStG die Möglichkeit, eine schlichte Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen. Das heißt, sie ermitteln den Unterschiedsbetrag zwischen den Betriebsausgaben, das heißt also den Aufwendungen, die betrieblich veranlasst sind, und den Betriebseinnahmen, den Einnahmen also, die betrieblich veranlasst sind. Und das könnte man auch als so eine Art Gewinn- und Verlustrechnung ansehen, im Steuerrecht die Einnahmenüberschussrechnung, § 4 Absatz 3 EStG, die allerdings nur für nicht gewerbliche Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften, also Freiberufler, Landforstwirte, zugänglich ist. Und wenn ausnahmsweise Gewerbetreibende nicht buchführungspflichtig sind, dazu später noch näher, hätten die auch die Möglichkeit, eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung anstelle des Betriebsvermögensvergleichs nach § 4 Absatz 1 durchzuführen. Bezugsobjekt der steuerlichen Gewinnermittlung ist im Steuerrecht der Betrieb oder im Handelsrecht das Unternehmen. Man spricht ja im Steuerrecht von Betriebsvermögen und das impliziert, dass man sich immer einen bestimmten Betrieb anschaut. Und in der Tat kann ein Steuerpflichtiger auch durchaus mehrere Betriebe haben und kann ein Kaufmann, Einzelkaufmann durchaus auch mehrere Unternehmen haben. Das gilt allerdings nur für Einzelkaufleute. Bei den Personenhandelsgesellschaften und bei den Kapitalgesellschaften geht man dagegen davon aus, es gibt nur einen Betrieb und es gibt nur ein Unternehmen. Einzelkaufleute können dagegen durchaus auch mehrere Betriebe, mehrere Unternehmen haben. Der Betrieb also oder das Unternehmen als Gegenstand der Gewinnermittlung. Im Handelsrecht gibt es keine wirkliche Definition des Begriffs des Unternehmens. Wir haben eine Definition nur des Begriffs des Handelsgewerbes und auch hier nur die relativ unvollständige Definition des Paragraphen 1 Absatz 1 und 2 HGB. Also Handelsgewerbe ist grundsätzlich jeder Gewerbebetrieb, aber schon die nähere Definition des Gewerbebegriffs fehlt im Handelsgesetzbuch. Da hat sich aber dieser Gewerbebegriff, den Sie aus der Vorlesung Handelsrecht kennen, etabliert. Also jede selbstständige, planmäßig mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübte, nach außen in Erscheinung tretende Tätigkeit, die nicht freier Beruf, Kunst oder Wissenschaft oder Urproduktion, das heißt Land-Forst-Wirtschaft, ist. Der Begriff des Unternehmens dagegen als eine Einheit gewissermaßen, eine organisatorische Einheit zur Ausübung eines Unternehmens, zur Führung eines Unternehmens, eines Handelsgewerbes, ist als solcher im Handelsrecht nicht definiert. Bei den Personenhandels- und bei den Kapitalgesellschaften hatte ich schon gesagt, da geht man davon aus, die können nur ein Unternehmen beziehungsweise nur einen Betrieb haben. Dementsprechend findet hier letztendlich doch immer eine personenbezogene oder gesellschaftsbezogene Gewinnermittlung auch für handelsrechtliche Zwecke statt. Und
Auch für das Steuerrecht gilt es in gleicher Weise. Paragraph 4 Absatz 1 knüpft ja an das Betriebsvermögen und damit auch an den Betrieb an. Der Betrieb auch ein wichtiger Begriff des Einkommen- und auch Körperschaftssteuerrechts bei den Gewinneinkünften. Das heißt, egal ob wir ein gewerbliches Unternehmen, ein freiberufliches oder landforstwirtschaftliches haben, bei diesen Gewinneinkünften haben wir immer einen Betrieb und nur das dem Betrieb zugeordnete Vermögen wird bei dem Betriebsvermögensvergleich berücksichtigt und nur betriebsbezogene Aufwendungen und Einnahmen werden für die Einnahmenüberschussrechnung berücksichtigt. Hier also der Betrieb das Bezugsobjekt der steuerlichen Gewinnermittlung. Beim Einzelunternehmer können mehrere Betriebe vorhanden sein, wenn sie organisatorisch getrennt sind. Bei den Mitunternehmerschaften und bei den Kapitalgesellschaften geht man dagegen wiederum davon aus, hier kann es nur einen Betrieb für die gesamte Gesellschaft geben und deswegen hat man hier letztendlich auch eine gesellschaftsbezogene Gewinnermittlung. Bei den Kapitalgesellschaften folgt dies schon daraus, dass die Kapitalgesellschaft ja eine juristische Person ist. Bei den Personengesellschaften, die sind keine Einkommen- oder Körperschaftssteuersubjekte, sondern das sind nur die einzelnen Gesellschafter als sogenannte Mitunternehmer. Einzelheiten dazu kommen in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht im nächsten Semester. Gleichwohl wird aber auch hier die ist die Gesellschaft, die Personengesellschaft immerhin ein Subjekt der Einkünftequalifikation und der Einkünfteermittlung. Das heißt also, der Gewinn wird durchaus für die Gesellschaft als solche, für die Personengesellschaft als solche, für die Mitunternehmerschaft als Ganze ermittelt und dann aber anteilig den einzelnen Gesellschaftern zugerechnet. Wir haben aber gleichwohl auch hier eine gesellschaftsbezogene Gewinnermittlung. Dann die Frage, für welchen Zeitraum wird der Gewinn ermittelt? Im Handelsrecht ist der Gewinn immer für das Geschäftsjahr zu ermitteln. Paragraph 240 Absatz 2 Satz 2 legt das fest. Paragraph 240 Absatz 2 Satz 2 für das Inventar. Die Dauer des Geschäftsjahres darf 12 Monate nicht überschreiten. Das gilt aber auch für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Gilt das in gleicher Weise. Also maximal 12 Monate. Das Geschäftsjahr kann mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, muss es aber nicht zwingen. Das kann also auch ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr festgelegt werden. Das Steuerrecht übernimmt grundsätzlich im Steuerrecht spricht man von Wirtschaftsjahr. Das Wirtschaftsjahr stimmt aber im Grundsatz mit dem Geschäftsjahr überein. Das ergibt sich aus § 4a EStG. Man will auf diese Weise insbesondere bei denjenigen Steuerpflichtigen, die eine bilanzielle Gewinnermittlung durchführen, da will man vermeiden, dass man eigens für steuerliche Zwecke die Bilanz für einen anderen Zeitraum noch einmal erstellen müsste. Deswegen knüpft man in § 4a für das steuerliche Wirtschaftsjahr als steuerlichen Gewinnermittlungszeitraum an das Geschäftsjahr. § 4a Absatz 1 sagt, bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Und Wirtschaftsjahr ist bei Gewerbetreibenden, § 4a Absatz 1 Nummer 2, deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse machen. Das heißt also, das stimmt überein mit dem Geschäftsjahr. Wenn das Geschäftsjahr und damit auch das Wirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, muss man allerdings für steuerliche Zwecke, für Zwecke der Einkommensbesteuerung, eine Zuordnung zu einem bestimmten Kalenderjahr vornehmen. Denn für das Einkommensteuerrecht und auch für das Körperschaftssteuerrecht ist der Veranlagungszeitraum immer das Kalenderjahr. Und dem trägt § 4a Absatz 2 Rechnung. Sagt bei Land- und Forstwirten und Gewerbetreibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, ist der Gewinn aus Gewerbebetrieb in folgender Weise zu berücksichtigen. Nummer 2, bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirtschaftsjahres als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Das heißt also, man knüpft an das Geschäftsjahr, das handelsrechtliche Geschäftsjahr an. Das lässt man auch als Wirtschaftsjahr für das Steuerrecht gelten, und zwar auch dann, wenn es nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, weil aber die Einkommensteuer eine Jahressteuer ist, immer bezogen auf das
im Kalenderjahr als Veranlagungszeitraum muss der steuerliche Gewinn dann einem VZ, einem Kalenderjahr zugeordnet werden. Das geschieht eben in der Weise, dass § 4a Absatz 2 Nummer 2 sagt, der Gewinn gilt also in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Und so hat man dann sozusagen wieder den Gleichlauf mit dem Kalenderjahr als dem Veranlagungszeitraum für das Einkommensteuerrecht. So, das also zur Gewinnermittlung nach Handelsrecht und nach Steuerrecht. Und wir wollen uns jetzt zunächst einmal theoretisch im nächsten Teil der Vorlesung dann auch anhand praktischer Fälle, anhand praktischer Buchungssätze anschauen, die Auflösung der Bilanz in Bestandskonten und dann auch die Auflösung der Gewinn- und Verlustrechnung in Erfolgskonten, in Aufwandskonten und Ertragskonten. Das also betrifft die laufende Buchführung während des Geschäftsjahres oder Wirtschaftsjahres. Und wir haben ja den Grundsatz der doppelten Buchführung. Jeder Geschäftsvorfall berührt mindestens zwei Konten. Und für Zwecke dieser laufenden Buchführung, der laufenden Erfassung der Geschäftsvorfälle, die sich im Laufe des Geschäftsjahres ereignen, wird die gesamte Bilanz, werden alle Posten der Bilanz in Bestandskonten, aktive und passive Bestandskonten aufgelöst und zugleich auch die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung in Erfolgs- und Aufwandskonten aufgelöst. Und diese Konten werden dann über das Geschäftsjahr hingeführt, immer wieder aktualisiert. Wenn ein Geschäftsvorfall eintritt, der Kaufmann Waren liefert oder Waren liefert, geliefert bekommt, einen Kredit aufnimmt oder einen Kredit zurückzahlt, all diese Geschäftsvorfälle werden dann auf den einzelnen Konten, Bestandskonten und Erfolgskonten erfasst und es sind immer mindestens zwei Konten berührt. Grundsatz der doppelten Buchführung, eines auf der Soll-, eines auf der Habenseite. Das schauen wir uns in der nächsten Stunde dann noch einmal genauer an. Anhand einzelner Beispiele, anhand einzelner Buchungssätze an. Zunächst einmal, welche Bestandskonten kann es geben? Da bietet eine Orientierung der Paragraph 266 HGB, der das Gliederungsschema für die Bilanz zunächst einmal nur für Kapitalgesellschaften vorgibt. Unternehmen anderer Rechtsform sind nicht an diese Vorgaben gebunden. In der Praxis wird aber Paragraph 266 auch von Unternehmen anderer Rechtsform herangezogen. Da besteht aber keine zwingende Bindung, sondern das ist dann eher eine Orientierung für Kapitalgesellschaften, aber im Grundsatz zwingend vorgegeben, jedenfalls für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften. Da sehen Sie für die Aktivseite zunächst einmal die Aufteilung in Anlagevermögen und Umlaufvermögen und diese beiden Vermögensgruppen sozusagen. Anlagevermögen, Vermögensgegenstände, die zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen bestimmt sind. Umlaufvermögen, solche Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend im Unternehmen verbleiben. Da ist dann nochmal eine Unterteilung in weitere Kategorien. Beispielsweise beim Anlagevermögen haben Sie als Sachanlagen Grundstücke oder auch technische Anlagen und Maschinen oder auch Finanzanlagen, Anteile an verbundenen Unternehmen. Beim Umlaufvermögen haben Sie das Vorratsvermögen, Rohhilfsbetriebsstoffe, Rohstoffe, die im Unternehmen zu Waren verarbeitet werden, unfertige Erzeugnisse, das heißt also beispielsweise, wenn ein Unternehmen Maschinen herstellt, die noch nicht ganz fertiggestellten Maschinen, das wären unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse, schon fertig hergestellte Maschinen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gehören ebenfalls zum Umlaufvermögen, denn diese Forderungen sind ja dazu da, dass sie von den Schuldnern beglichen werden, damit erlöschen, also das Unternehmen gewissermaßen wieder verlassen und dann natürlich der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten, das also die einzelnen Posten der Aktivseite und für diese einzelnen Posten wird dann jeweils ein Konto geführt und dann über das Geschäftsjahr hin aktualisiert, wenn es einen Geschäftsvorfall gibt, der das betreffende Konto berührt. Das Gleiche dann auf der Passivseite, da haben wir das Eigenkapital zunächst einmal und dann das Fremdkapital oder die Schulden, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und auch hier wird für jeden einzelnen Posten dann ein passives Bestandskonto geführt. Das Gleiche dann aber auch für die Gewinn- und Verlustrechnung. Da sind für Kapitalgesellschaften wiederum die
Posten vorgegeben in Paragraph 275 HGB. Das wiederum nur verbindlich für Kapitalgesellschaften, wird aber zumindest als Orientierung auch von Unternehmen anderer Rechtsformen in der Praxis herangezogen. Da finden Sie zum Beispiel Umsatzerlöse, Paragraph 275 Absatz 2 Nummer 1, Umsatzerlöse. Das wären beispielsweise die Erträge aus dem Verkauf von Waren im Rahmen des Unternehmens. Oder Sie finden Materialaufwand. Es werden beispielsweise Rohstoffe verarbeitet, um dadurch Erzeugnisse herzustellen. Das wäre also der Verbrauch von Rohstoffen, Materialaufwand. Aber auch die Lieferung von Waren führt zu Material- oder Warenaufwand, denn diese Waren verlassen ja dann das Unternehmen. Personalaufwand, es werden Löhne und Gehälter zum Beispiel gezahlt oder dann Zinsen und ähnliche Erträge. Das Unternehmen hat ein Bankguthaben, das verzinst wird. Wenn es Glück hat, dann hat es da Zinserträge. In der aktuellen Niedrigzinsphase oder Nullzinsphase nicht, aber da kommen vielleicht auch wieder andere Zeiten. Oder dann natürlich auch Zinsen, die das Unternehmen selbst für Kredite zahlt. Das wären also die einzelnen Erträge und Aufwendungen nach der Gewinn- und Verlustrechnung. Und auch hier gilt, für jeden Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Aufwands- bzw. Ertragskonto geführt und dann über das Geschäftsjahr hin aktualisiert. Das also zur Aufteilung der einzelnen Posten, sowohl der Bilanz als auch der Gewinn- und Verlustrechnung. Bei der Bilanz spricht man, wie gesagt, von Bestandskonten, aktive und passive Bestandskonten. Und bei der Gewinn- und Verlustrechnung, dazu kommen wir gleich noch, von Aufwands- bzw. Ertragskonten, oder der Oberbegriff wäre hier Erfolgskonten. Keine Auswirkungen, und zwar weder auf die Bilanz noch auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auf die entsprechenden Konten, haben schwebende Geschäfte, darüber haben wir schon gesprochen. Das sind solche Geschäfte, die noch von keiner Seite vollständig erfüllt worden sind. Zum Beispiel der Kaufmann hat sich durch einen Kaufvertrag verpflichtet, Waren zu liefern, aber er hat am Abschlussstichtag weder geliefert noch hat der andere Teil gezahlt. Das heißt, dieses Geschäft ist noch von keiner Seite vollständig erfüllt. Ein schwebendes Geschäft, das in der Bilanz im Jahresabschluss grundsätzlich gar nicht auftaucht. Eine Ausnahme allerdings aufgrund des Vorsichtsprinzips für Drohverluste, wenn aus einem solchen schwebenden Geschäft am Abschlussstichtag ein Verlust droht, dann müsste eine entsprechende Rückstellung, Drohverlustrückstellung gebildet werden. Das allerdings nur im Handelsbilanzrecht. Im Steuerrecht haben wir diese Sonderregelung des Paragraphen 5 Absatz 4a ESDG. Darüber hatten wir schon gesprochen. Bei den Geschäftsvorfällen kann man unterscheiden zwischen solchen, die erfolgsneutral sind, die also keine Auswirkung auf den Gewinn oder Verlust haben, und solchen, die erfolgswirksam sind. Erfolgsneutrale sind der sogenannte Aktivtausch. Es werden unterschiedliche Posten auf der Aktivseite vertauscht, ohne dass sich dadurch aber etwas an der Bilanzsumme ändert und ohne dass hier ein Aufwand oder Ertrag entsteht. Der Passivtausch, das wäre ein entsprechender Vorgang auf der Passivseite. Zwar unterschiedliche Positionen der Passivseite werden miteinander vertauscht. Es kommt aber nicht zu einer Veränderung der Bilanzsumme und auch nicht zu einem Aufwand oder Ertrag. Bei der Bilanzverlängerung ebenfalls kein Aufwand oder Ertrag, aber die Bilanzsumme erhöht sich und bei der Bilanzverkürzung verringert sich die Bilanzsumme. Diese beiden Vorgänge, Bilanzverlängerung, Bilanzverkürzung, üblicherweise, wenn ein Posten von der Aktiv- zur Passivseite wechselt oder umgekehrt. Dazu folgende Beispiele. Zunächst einmal zum Aktiv- und Passivtausch. Wir haben also hier einen Einzelkaufmann, Bilanz zum 31.12.2018, und die Bilanz sieht so aus, wie Sie das hier sehen. Moment, jetzt bin ich zu weit. Und im Jahr 2019 gibt es unter anderem folgende Geschäftsvorfälle. Wir beschränken uns auf diese beiden Geschäftsvorfälle. Zum einen wird eine Maschine gekauft gegen Banküberweisung für 100.000 Euro. Das heißt also, das Unternehmen bekommt eine Maschine, das wäre dann Anlagevermögen. Das heißt, diese Position hier würde sich entsprechend erhöhen von 100 auf 200.000. Aber das wird
durch Banküberweisung bezahlt. Das heißt also, der Bestand des Bankkontos mindert sich um 100.000. Das heißt also, es passiert hier Folgendes, dass 100.000 vom Bankkonto von dem einen Aktivposten zum anderen Aktivposten Anlagevermögen wandern, ein Aktivtausch, und es kommt nicht zu einer Erhöhung der Bilanzsumme. Die Bilanzsumme bleibt gleich, deswegen ist das keine Bilanzverlängerung, sondern das ist ein reiner Aktivtausch. Ebenfalls im Jahr 2019 wird ein Bankdarlehen aufgenommen und diese Darlehenssumme wird direkt an einen Lieferanten, dem 50.000 Euro geschuldet werden, ausgezahlt. Ja, es besteht also gegenüber dem Lieferanten eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung. Der Lieferant hat Waren geliefert, hat diese noch nicht bezahlt bekommen. Um die Waren bezahlen zu können, nimmt das Unternehmen einen Kredit auf. Das heißt, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen sich um 50.000. Dafür aber fällt, weil nämlich die Darlehenssumme direkt an den Gläubiger, an den Lieferanten ausgezahlt wird, fällt die Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen weg. Es wird also auch hier nur ein Passivtausch ohne Bilanzverkürzung oder Bilanzverlängerung und ohne auch Erfolgswirksamkeit vorgenommen. Und das bedeutet, die Bilanz sieht dann wie hier aus. Ja, hier ist also 100.000 zum Anlagevermögen, von der Bank zum Anlagevermögen gewandert, Aktivtausch, und hier 50.000 von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, ein Passivtausch ohne Änderung der Bilanzsumme, die ist gleich geblieben. Das ist also ein erfolgsneutraler Geschäftsvorfall, Aktivtausch, Passivtausch. Dann Bilanzverlängerung, Bilanzverkürzung. Da erhöht bzw. verringert sich die Bilanzsumme. Dazu zwei Beispiele. Im Jahr 2019 bezahlt der Kaufmann Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die er gegenüber einem Lieferanten hat, in Höhe von insgesamt 50.000. Davon bezahlt er einen Teilbetrag von 30.000 per Banküberweisung. Das heißt, der Bestand des Bankkontos verringert sich um 30.000. Dafür verringert sich aber auch hier auf der Passivseite die Höhe der Verbindlichkeiten. Das ist also eine Bilanzverkürzung, denn das führt dazu, dass wir hier weniger haben, 30.000 weniger haben, und auch hier haben wir 30.000 weniger. Das heißt, die Bilanzsumme verringert sich auf 270.000. Das wäre eine Bilanzverkürzung und auch hier keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist ein erfolgsneutraler Vorgang, der den Gewinn oder Verlust weder erhöht noch verringert, der also keinen Ertrag oder Aufwand mit sich bringt. Ebenfalls 2019 wird ein Bankdarlehen aufgenommen in Höhe von 100.000, und dieses lässt der Kaufmann sich auf das Bankkonto auszahlen. Das heißt, es erhöht sich hier die Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 100.000. Dann hätten wir hier also einen Stand von 300.000. Dementsprechend würde sich die Bilanzsumme erhöhen. Und hier erhöht sich dann aber auch der Bestand des Bankkontos um 100.000. Dementsprechend würde sich auch auf der Aktivseite um einen entsprechenden Betrag die Bilanzsumme erhöhen. Das ist also eine Bilanzverlängerung, wiederum erfolgsneutral, kein Aufwand oder Ertrag. Und dementsprechend kämen wir dann hier zu diesem Stand der Bilanz. Hier wären wir dann bei 250.000. Es hat einen Abgang gegeben von 30.000, dafür einen Zugang in Gestalt des Darlehens von 100.000. Hier haben wir dementsprechend 100.000 höhere Verbindlichkeiten und hier um 30.000 niedrigere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Und im Ergebnis hat sich die Bilanzsumme dann erhöht. Also wir hatten eine Bilanzverkürzung, eine Bilanzverlängerung, im Ergebnis dann eine Erhöhung der Bilanzsumme. Daneben gibt es aber auch erfolgswirksame Geschäftsvorfälle, die zu einem Aufwand oder Ertrag führen oder mit beidem verbunden sind, ein sogenannter gemischter Vorgang. Die wirken sich dann auch auf den Gewinn und wirken sich auch auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus. Und auch dazu drei Beispiele für erfolgswirksame Geschäftsvorfälle. Nochmal die Bilanz des Einzelkaufmanns zum 31.12.2018 und im Jahre 2019 ereignen sich die folgenden drei Geschäftsvorfälle. Zum einen wird
Lohn und Gehalt per Banküberweisung an die Arbeitnehmer des Unternehmens gezahlt. Das heißt, der Bestand des Bankkontos verringert sich um 50.000. Damit wird aber nicht ein anderes Wirtschaftsgut, ein anderer Vermögensgegenstand erworben, sondern dieses Geld ist sozusagen verschwunden aus dem Unternehmen ohne Kompensation. Das bedeutet, wir haben hier einen reinen Aufwand. Das ist dann auch in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen, führt also zu einem niedrigeren Gewinn, denn wir haben auf der Aktivseite jetzt weniger, was wir der Passivseite gegenüberstellen können. Das ist also ein erfolgswirksamer Vorgang, der den Gewinn in diesem Falle mindert, der jedenfalls also sich auf den Gewinn auswirkt. Dann als weiterer Vorgang. Es wird Miete eingenommen von dem Unternehmen, dadurch, dass es eine ihm gehörende Lagerhalle vermietet. Daraus erzielt das Unternehmen Mieteinnahmen in Höhe von 20.000 Euro. Diese 20.000, wir gehen davon aus, werden per Banküberweisung gezahlt. Das heißt, der Bestand des Bankkontos erhöht sich wieder. Damit sind keine Abgänge an anderer Stelle verbunden. Das heißt, wir haben hier einen Ertrag, wir haben einen Vermögenszuwachs für das Unternehmen, dem kein Vermögensabgang gegenübersteht, dementsprechend also ein Ertrag, und das wäre ein erfolgswirksamer Vorgang, ebenfalls der zu einer Erhöhung des Gewinns führt. Das wäre dann auf dem entsprechenden Ertragskonto der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen. Und schließlich noch ein gemischter Vorgang im Jahr 2019. Es werden aus dem Bestand der Waren, da haben wir Waren im Buchwert von 20.000, diese Waren werden für 40.000 verkauft. Das heißt also, wir haben hier einen Ertrag von 40.000, das wären dann Umsatzerlöse, die wären auf dem entsprechenden Konto Umsatzerlöse zu erfassen. Dem steht ein Aufwand allerdings, und zwar ein Waren- oder Materialaufwand gegenüber von 20.000. Das ist also ein gemischter Vorgang. Wir haben hier eine Verringerung des Bestandes und haben dann aber auf dem Bankkonto wieder einen Zugang von 40.000. Hier gilt das Saldierungsverbot. Es müssen also beide Teile erfasst werden. Auf der einen Seite dieser Warenaufwand von 20.000 als Bruttobetrag und auch der Erlös hier als Bruttoertrag muss erfasst werden, Saldierungsverbot. Und im Saldo haben wir dann einen Gewinn aus diesem Einzelgeschäft von 20.000. Beide Teile, Aufwand und Ertrag, müssen aber separat erfasst werden. Also ein gemischter Vorgang, der sich ebenfalls dann in Gestalt eines Nettoertrages von 20.000 auf die Höhe des Gewinns auswirkt. Also auch ein erfolgswirksamer Vorgang. Wir kommen dann hier zu der folgenden Bilanz. Wenn wir all diese drei Geschäftsvorfälle berücksichtigen und Sie sehen im Saldo, weil wir hier 50.000 Aufwendungen hatten und aber nur Nettoerträge von 40.000, haben wir hier eine Verringerung des Eigenkapitals um von 50.000 auf 40.000, also um 10.000. Dementsprechend hätte der Kaufmann für, wenn das die einzigen Geschäftsvorfälle für das Jahr 2019 waren, hätte er also einen Verlust erlitten. Diese erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle, wie schon gesagt, die müssen dann auch in der Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise in den einzelnen Aufwands- und Ertragskonten berücksichtigt werden. Hier bei den erfolgsneutralen Vorgängen, da ist die Gewinn- und Verlustrechnung nicht berührt. Hier dagegen bei diesen erfolgswirksamen Vorgängen sind auch die Konten der Gewinn- und Verlustrechnung, die Aufwands-Ertragskonten berührt. Und zwar in der Weise, dass wir auf dem Konto Materialaufwand, das waren die Waren, die veräußert worden sind, 20.000 haben, diesen Personalaufwand in Gestalt der gezahlten Löhne und Gehälter, 50.000, das wäre auf der Soll-Seite der entsprechenden Aufwandskonten zu erfassen, und auf der Haben-Seite der Ertragskonten einmal diese Umsatzerlöse aus der Veräußerung der Waren und dann diese Mieteinnahmen als sonstige betriebliche Erträge von 20.000, sodass wir auch hier, wenn wir die Erträge und die Aufwendungen einander gegenüberstellen. Wir haben Aufwand von 70.000 und Erträge von 60.000. Da hätten wir also einen Jahresfehlbetrag von 10.000. Wir kommen also auch hier auf das gleiche Ergebnis und dieser Jahresfehlbetrag fließt dann auch in die Bilanz ein zum 31.12.2019 an der Stelle Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag. Also auch in der Gewinn- und Verlustrechnung kommen wir hier zu einem Verlust, einem Jahresfehlbetrag von 10.000 Euro.
Wir hatten schon gesprochen über die Geschäftsvorfälle aus außerbetrieblichem Anlass. Das sind die Einlagen bzw. Entnahmen und auch bestimmte gesellschaftsrechtliche Vorgänge, Gewinnausschüttungen an Gesellschafter beispielsweise. Diese außerbetrieblichen Vorgänge führen zu Einlagenentnahmen. Das ist sowohl handelsrechtlich zu berücksichtigen bei der Bemessung des Gewinnanteils beispielsweise der Gesellschafter von Personengesellschaften, auch insbesondere steuerlich zu berücksichtigen. Paragraph 4 Absatz 1 verlangt ja, dass Entnahmen hinzugerechnet werden zu dem Unterschiedsbetrag, Einlagen in Abzug gebracht werden. Und wenn wir Einlage- oder Entnahmevorgänge haben, dann führt das handelsbilanzrechtlich zunächst einmal zu einer Bilanzverlängerung. Zum Beispiel der Kaufmann überführt ein Fahrzeug, das er bisher privat genutzt hat, das privat sein Privatvermögen, seinen privaten Vermögenskreis zuzuordnen war, überführt er in das Betriebsvermögen. Dort wird es jetzt betrieblich genutzt, das Fahrzeug. Das würde zu einem weiteren Wirtschaftsgut, Vermögensgegenstand auf der Aktivseite der Bilanz führen, also zu einer Bilanzverlängerung und damit an sich zu einer Erhöhung des Unterschiedsbetrags. Aber steuerlich wäre das nach § 4 Absatz 1 eben wieder in Abzug zu bringen. Und bei Entnahmen hätten wir grundsätzlich eine Bilanzverkürzung. Der Kaufmann überweist 50.000 von dem Geschäftskonto auf sein Privatkonto. Diese 50.000 verwendet er für private Zwecke. Dann hätten wir eine Minderung des aktiven Bestandskontos Bankkonto. Zunächst einmal auf der Aktivseite der Bilanz. Das wäre aber für steuerliche Zwecke dann wieder nach § 4 Absatz 1 ESTG hinzuzurechnen. Das also zur Auflösung der Bilanz in aktive und passive Bestandskonten. Und ich hatte schon gesagt, auch die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Erfolgskonten aufgelöst, Aufwandskonten, Ertragskonten. Hier die Vorgaben des Paragraphen 275 HGB als Anhaltspunkt dafür, welche Positionen hat die Gewinn- und Verlustrechnung und welche Konten können dementsprechend als Aufwandsertragskonten gebildet werden. Und auch hier gilt, schwebende Geschäfte wirken sich im Grundsatz nicht auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auch nicht auf die Bilanz aus. Und wir hatten schon unterschieden zwischen den Geschäftsvorfällen ohne Gewinnauswirkung, die erfolgsneutralen, Aktivtausch, Passivtausch, Bilanzverlängerung, Bilanzverkürzung, Beispiele haben wir schon gerade eben besprochen, und diejenigen Geschäftsvorfälle mit Gewinnauswirkung, die erfolgswirksamen, Aufwand, Ertrag, gemischter Vorgang, Aufwand, da war das Beispiel Zahlung von Löhnen und Gehältern oder auch Zahlung von Zinsen für ein Darlehen, das wäre auch Aufwand, Ertrag, die Einnahmen beispielsweise aus der Vermietung von Wirtschaftsgütern, die zum Betriebsvermögen gehören, oder eben gemischter Vorgang, Veräußerung von Waren. Da hat man Warenaufwand, aber zugleich auch Umsatzerlöse aus der Lieferung dieser Waren. Das wäre also ein gemischter Vorgang. Das sind erfolgswirksame Vorgänge, Geschäftsvorfälle, die sich auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Auch im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung müssen Einlagenentnahmen, also Vermögensbewegungen zwischen der betrieblichen und der privaten Sphäre, jedenfalls für steuerliche Zwecke berücksichtigt werden. Das hatten wir schon besprochen und das führt im Grundsatz dazu, dass solche Vorgänge keine Gewinnauswirkung haben. Aber im Steuerrecht kann es zu einer Aufdeckung stiller Reserven kommen bei Entnahmen. Denn wenn eine Entnahme aus dem Betriebsvermögen vorgenommen wird, eine Überführung eines Wirtschaftsguts aus dem Betriebs in das Privatvermögen, dann muss ja eine Bewertung mit dem Teilwert erfolgen. Und dieser Teilwert kann über dem Buchwert liegen. Und wenn das der Fall ist, werden stille Reserven aufgedeckt. Und das ist dann ein steuerlicher Gewinn. Das heißt also, im Steuerrecht können solche Entnahmen durchaus zu einer Gewinnerhöhung führen. Im Grundsatz aber, solche Vorgänge wirken sich nicht auf die Höhe des Gewinns aus, aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten, dass wir das also gewissermaßen, man spricht von einer steuerlichen Verstrickung, die endet hier. Das heißt, die Zugehörigkeit zu einem Betriebsvermögen und damit entfällt auch die Möglichkeit, künftige Wertzuwächse aus diesem Wirtschaftsgut für den Fiskus zu besteuern im Falle ihrer Realisierung. Und deswegen muss man zugreifen in dem Augenblick, in dem
dieses Wirtschaftsgut die betriebliche Sphäre verlässt, nämlich im Falle der Entnahme, Bewertung mit dem Teilwert, Aufdeckung stiller Reserven, und das führt dann zur Erhöhung des steuerlichen Gewinns. Speziell für das Eigenkapital werden üblicherweise, müssen bei den Kapitalgesellschaften ja Konten geführt werden. Bei den Kapitalgesellschaften ist in § 266 ja ausdrücklich vorgegeben, wie das Eigenkapital im Einzelnen aufzugliedern ist. Aber auch bei Unternehmen anderer Rechtsformen wird das Eigenkapital üblicherweise unterteilt. Bei den Kapitalgesellschaften bildet eine Komponente des Eigenkapitals das Stamm- oder Grundkapital. Stammkapital bei der GmbH, Grundkapital bei der Aktiengesellschaft. Das Bilanzrecht spricht von gezeichnetem Kapital. Das ist also sozusagen der feste Betrag, die Mindesthaftungsmasse, die nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die Einlageleistung der Gesellschafter, der Kapitalgesellschaft durch die Einlageleistung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden muss. Und daneben gibt es noch weitere Eigenkapitalposten, die für die Kapitalgesellschaften in § 266 vorgegeben sind. Also für die Passivseite § 266 Absatz 3, dann Groß A, das gezeichnete Kapital, also das Stamm- oder Grundkapital. Dann gibt es eine Kapitalrücklage, Gewinnrücklagen, Gewinnvortrag, Verlustvortrag, und Teil des Eigenkapitals ist auch der Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag. Da fließt also gleichsam die Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz ein. Das also für die Kapitalgesellschaften vorgegeben, aber auch bei Unternehmen anderer Rechtsform nimmt man üblicherweise eine Aufteilung des Eigenkapitalkontos vor. Da gibt es zunächst einmal das feste Eigenkapitalkonto. Das ist dann üblicherweise insbesondere bei den Personengesellschaften die Einlage, die die einzelnen Gesellschafter geleistet haben. Und dann insbesondere trifft das also auf Personengesellschaften, Personenhandelsgesellschaften zu, das sogenannte Privatkonto als Unterkonto zum Eigenkapitalkonto. Da werden dann die Einlagen und Entnahmen der einzelnen Gesellschafter erfasst. Dies eben mit Blick darauf, dass nach § 121, 122 HGB ja die im Laufe des Geschäftsjahres vorgenommenen Einlagen, Entnahmen bei der Gewinnverteilung berücksichtigt werden müssen. Das also die übliche Unterteilung, insbesondere bei den Personengesellschaften. So, wir wollen uns jetzt im nächsten Teil der Vorlesung anschauen, welche Personen sind überhaupt buchführungspflichtig, welche Personen müssen also in der Art und Weise, wie wir das gesehen haben, Konten führen und dann am Ende des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung. § 238 Absatz 1 HGB unterwirft grundsätzlich alle Kaufleute der Buchführungspflicht, und hier wird angeknüpft an den Kaufmannsbegriff des HGB, also § 1 folgende HGB sind hier im Ausgangspunkt. Grundsätzlich ist jeder Kaufmann buchführungspflichtig. § 238 Absatz 1 HGB sagt, jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Jeder Kaufmann, das ist der Grundsatz. Und wer Kaufmann ist, richtet sich dann wiederum nach den § 1 folgende HGB. Auch § 242 für die Verpflichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung knüpft an den Kaufmannsbegriff an. § 242 Absatz 1, der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und so weiter eine Bilanz und einen Jahresabschluss, das heißt Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Wer Kaufmann ist, das richtet sich nach den Vorschriften des HGB, § 1 folgende HGB. Natürliche Personen dann, wenn sie ein Handelsgewerbe betreiben. Den Begriff des Handelsgewerbes hatte ich eben schon erwähnt, kennen Sie aus der Vorlesung Handelsrecht. Dann gibt es die Kaufleute Krafteintragung, das sind insbesondere Kleingewerbetreibende, die sich freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen können, und dann Kraft konstitutiver Wirkung dieser Eintragung ebenfalls Kaufleute sind. Auch die sind dann nach 238 folgende
buchführungs- und bilanzierungspflichtig. Es gibt allerdings eine Ausnahme, § 241a, die Kleinstkaufleute, die sind von der Buchführungspflicht ausgenommen, auch wenn sie formell Kaufleute sind. § 241a HGB, Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines Inventars. Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht mehr als jeweils 600.000 Euro Umsatzerlöse und jeweils 60.000 Euro Jahresüberschuss aufweisen, brauchen die 238 folgende nicht anzuwenden. Die sind also von der Buchführungspflicht befreit, Kleinstkaufleute. Und das hat zur Konsequenz, dass diese Kaufleute auch keine Bilanz nach 242 folgende aufstellen müssen, sondern die können sich auf eine bloße Einnahmenüberschussrechnung beschränken. Das heißt, sie müssen nur gegenüberstellen die Erträge und Aufwendungen, ohne dass sie eine Bilanz aufstellen müssen. Das ist also eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass jeder Kaufmann buchführungs- und bilanzierungspflichtig ist. Auch die Personenhandelsgesellschaften, das heißt die OHG und die KG, gelten als Kaufleute, § 6 Absatz 1 HGB. Jedenfalls dann, wenn sie ebenfalls ein Handelsgewerbe betreiben. Aber darüber hinaus gibt es noch für bestimmte Personenhandelsgesellschaften, die an sich kein Handelsgewerbe betreiben, sondern insbesondere eine reine Vermögensverwaltung ausüben. Das wäre eine Tätigkeit, die nicht unter den Gewerbebegriff fällt, weil das kein nach außen in Erscheinung tretendes Verhalten, keine Tätigkeit auf einem externen Markt gewissermaßen ist. Die können sich durch eine konstitutive Eintragung freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen und sind dann kraft Eintragung ebenfalls als Handelsgesellschaften und damit als Kaufleute anzusehen. Auch die fallen dementsprechend unter die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht. Also alle Personenhandelsgesellschaften, OHG und KG, und zwar auch die, die an sich kein Handelsgewerbe betreiben, aber eben kraft konstitutiver Eintragung, § 105 Absatz 2, den Handelsgesellschaften gleichgestellt werden. Die KG, für die gilt genau das Gleiche, und auch die GmbH und Co. KG. Die GmbH und Co. KG ist ja gesellschaftsrechtlich eine KG. Dementsprechend unterfällt sie auch den Vorschriften für die KG und ist dementsprechend auch als Handelsgesellschaft, als Kaufmann im Sinne des § 6 Absatz 1 HGB anzusehen, nur eben mit der Besonderheit, dass in der Regel der einzige persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH ist, aber gleichwohl die KG, die GmbH und Co. KG, ist eine Personenhandelsgesellschaft und als solche ebenfalls buchführungspflichtig. Und schließlich auch die Kapitalgesellschaften, die Formkaufleute sind. Das ist sowohl für die GmbH als auch für die Aktiengesellschaft geregelt. Beide sind ohne Rücksicht auf den Gegenstand ihres Unternehmens als Kaufleute anzusehen, als Handelsgesellschaften und damit als Kaufleute anzusehen, sogenannte Formkaufleute. Und auch sie sind buchführungs- und bilanzierungspflichtig, unterliegen also den 238 folgende und zusätzlich den Sondervorschriften der Paragraphen 264 folgende, die nur für Kapitalgesellschaften gelten. Das also zur handelsrechtlichen Buchführungspflicht. Im Steuerrecht ist es so, dass man zu unterscheiden hat zwischen der sogenannten derivativen und der originären steuerrechtlichen Buchführungspflicht. Das Steuerrecht macht sich das im Grundsatz recht einfach und knüpft für die steuerrechtliche Buchführung an die schon nach anderen Gesetzen bestehende Buchführungspflicht an. Das geschieht ja letztendlich auch in § 5 Absatz 1 ESCG mit dem Maßgeblichkeitsgrundsatz. Aber dann noch einmal in der Abgabenordnung, auch für Zwecke außerhalb der Einkommenbesteuerung, § 140 Abgabenordnung, die sogenannte derivative steuerrechtliche Buchführungspflicht, derivativ also abgeleitet aus anderen Gesetzen, § 140 Abgabenordnung, sagt, wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. Das heißt also, diese nach anderen Gesetzen bestehende Buchführungspflicht wird für steuerliche Zwecke zunutze gemacht. Man will es den betreffenden Steuerpflichtigen also nicht zumuten, eigens für steuerliche Zwecke nochmal eine separate Buchführung und Bilanzierung
aufzustellen. Nach anderen Gesetzen heißt es in § 140 Abgabenordnung, damit ist in erster Linie natürlich gemeint das HGB, die Buchführungspflicht nach 238 HGB. Lange umstritten war, ob das auch für die Buchführungspflicht nach ausländischen Gesetzen gilt. Es steht ja in 140 Abgabenordnung nur nach anderen Gesetzen. Das können vom Wortlaut her durchaus auch ausländische Gesetze sein. Das war also lange Zeit umstritten. Die herrschende Meinung hat gesagt, nein, das können nur inländische Gesetze sein. Das folgt letztendlich auch, so meine ich auch, aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, denn das Steuerrecht kann ja nur eine Verbindlichkeit von inländischen Gesetzen, die von dem deutschen Gesetzgeber erlassen worden sind, für steuerliche Zwecke vorsehen. Anderenfalls wäre ja das Demokratieprinzip nicht gewahrt, denn für die Besteuerung braucht man ja immer ein von einem in Klammern deutschen Parlament erlassenes förmliches Gesetz. Ja, Grundsatz der Gesetzlichkeit der Besteuerung. Und das wäre nicht gewahrt, wenn man plötzlich auf ein ausländisches Gesetz zurückgreifen würde für Zwecke der Besteuerung, also im Bereich der Eingriffsverwaltung, das eben nicht vom deutschen Gesetzgeber, nicht vom deutschen Parlament erlassen worden ist, sondern von einem ausländischen Parlament. Deswegen kann das meines Erachtens gar nicht anders zu verstehen sein als im Sinne von andere inländische Gesetze. Der BfH hat das in einer Entscheidung von 2018 doch recht überraschend anders gesehen. Da ging es um eine Gesellschaft liechtensteinischen Rechts, die schon nach liechtensteinischem Recht buchführungspflichtig war. Und die wollte jetzt nicht extra für steuerliche Zwecke noch eine nach dem deutschen HGB aufgestellte Buchführung, einen nach deutschem HGB aufgestellten Jahresabschluss aufstellen, sondern wollte sich eben mit dem schon bestehenden liechtensteinischen Abschluss gewissermaßen begnügen. Und da stellte sich die Frage, ist diese Buchführungspflicht nach liechtensteinischem Recht eine Buchführungspflicht nach anderen Gesetzen im Sinne des § 140 Abgabenordnung? Der BfH hat das in dieser Entscheidung bejaht. Es wird allerdings so sein, dass das liechtensteinische Rechnungslegungsrecht dem deutschen sehr ähnlich ist. Ich kenne das nicht im Detail, aber ich vermute das. Das ist ja auch kontinentaleuropäische Rechnungslegungstradition. Die Frage ist, würde der BfH, diese Frage musste er nicht beantworten. Es ging ja da tatsächlich nur um diese liechtensteinische Gesellschaft. Die Frage ist, wie würde der BfH das bei Unternehmen aus anderen Rechtskreisen beantworten, insbesondere aus dem angelsächsischen Rechtskreis, wo wir ja eine völlig andere, eine doch in einigen wesentlichen Punkten abweichende Rechnungslegungstradition haben, kann man auch da sagen, die Buchführungspflicht etwa nach englischem Recht oder irischem Recht oder US-amerikanischem Recht reicht aus für steuerliche Zwecke. Da habe ich doch gewisse Zweifel. Das heißt, man muss abwarten, wie der BfH eine solche Frage dann beantwortet, wenn sich das in Bezug auf Rechnungslegungsregeln stellt, die eben nicht mehr viel gemein haben mit der deutschen Rechnungslegungspflicht nach dem HGB. Neben dieser abgeleiteten derivativen steuerrechtlichen Buchführungspflicht gibt es noch eine originäre für diejenigen Steuerpflichtigen, für diejenigen Unternehmen, die nicht schon nach anderen Gesetzen buchführungspflichtig sind. Diesen 141 hat man bis zu dieser BfH-Entscheidung insbesondere auch auf Unternehmen ausländischen Rechts angewendet, die in Deutschland steuerpflichtig sind, die schon nach dem Recht ihres Heimatstaates rechnungslegungspflichtig sind und auch eine Bilanz nach dem Recht ihres Heimatstaates aufgestellt haben, aber eben nicht nach deutschem Recht. Die hat man dann früher nach der herrschenden Meinung galt der § 140 Abgabenordnung nicht. Früher hat man die dann dieser originär steuerrechtlichen Buchführungspflicht nach 141.1 Abgabenordnung nur für steuerliche Zwecke unterworfen. 141 Abgabenordnung sagt, gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwirte, die nach den Feststellungen der Finanzbehörde für den einzelnen Betrieb Umsätze von mehr als 600.000 Euro und Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60.000 Euro erzielen. Diese Zahlen entsprechen dem 241a HGB für Kleinstkaufleute. Das heißt, da haben wir einen Gleichlauf, jedenfalls für Gewerbetreibende, sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen.
Wenn sich eine Buchführungspflicht nicht aus § 140 ergibt, das heißt, die müssen dann rein für steuerliche Zwecke eine solche Buchführung aufstellen. Hier ist noch eine Frage, sehe ich gerade, zur Sachentnahme. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, auf die Sachentnahme. Zunächst einmal zu dieser originär steuerrechtlichen, wenn Sie dann weiterlesen, die Paragraphen 238, 240, 41, 42 und auch die 243 bis 56 inklusive des 252 mit den wichtigen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, Vorsichtsprinzip beispielsweise, gelten sinngemäß. Das heißt also, man muss auch bei dieser originär steuerrechtlichen Buchführungspflicht letztendlich doch ein Stück weit die GOB einhalten, sodass im Ergebnis da kein allzu großer Unterschied zwischen der Bilanzierung aufgrund des 141 Abgabenordnung und der Bilanzierung nach HGB besteht. So, jetzt aber zurück zu der Frage, die hatte ich gerade übersehen, die Sachentnahme. Bei der Sachentnahme tatsächlich kommt es auf die dauernde Überführung eines Wirtschaftsguts aus den betrieblichen Zusammenhängen in den privaten Bereich an. Das heißt also, das betreffende Wirtschaftsgut wird bei der Sachentnahme dann dauerhaft überwiegend privat genutzt, während bei der bloßen Nutzungsentnahme der betriebliche Zusammenhang erhalten bleibt. Zum Beispiel das Fahrzeug wird weiterhin überwiegend betrieblich benutzt, wird aber gelegentlich auch für private Fahrten verwendet. Das wäre dann eine reine Nutzungsentnahme, wenn das Fahrzeug dagegen in der Weise in das Privatvermögen überführt wird, dass es jetzt dauerhaft zumindest überwiegend privat genutzt wird, dann hätten wir eine Sachentnahme, dann wäre also gewissermaßen dieser betriebliche Zusammenhang entfallen. Also entscheidend ist immer, kommt es zu einer dauerhaften Ausgliederung aus dem betrieblichen Zusammenhang oder bleibt dieser betriebliche Zusammenhang noch aufrechterhalten und es wird gelegentlich dann die betreffende Sache, das betreffende Wirtschaftsgut für private Zwecke genutzt. Dann wäre es eine Nutzungsentnahme und anderenfalls, wenn wir ein dauerhaftes Herausnehmen aus dem betrieblichen Zusammenhang und aus der betrieblichen Nutzung hätten, dann wäre es eine Sachentnahme. So, das also zur originär steuerrechtlichen. Früher war ein wichtiger Anwendungsbereich der originär steuerrechtlichen eben diese ausländischen Unternehmen, die aber in der Bundesrepublik zumindest beschränkt steuerpflichtig sind. Die mussten dann für steuerliche Zwecke bis zu dieser BFH-Entscheidung von 2018 noch eine Rechnungslegung, eine Bilanz nach ja im Wesentlichen den GOB aufstellen, die ja in 141 Absatz 1 Satz 2 Abgabenordnung in Bezug genommen werden. Jetzt bleibt allerdings dafür, wenn man sagt, diese Buchführungspflicht nach ausländischen Gesetzen steht der Buchführungspflicht nach HGB gleich, so jedenfalls für Liechtenstein der BFH, bleibt da wohl für 141 nicht mehr allzu viel Raum. Wie schon gesagt, diese originär steuerrechtliche ist durch die Bezugnahme in 141 Absatz 1 Satz 2 auf verschiedene Vorschriften des HGB und insbesondere den 252 mit den wichtigsten GOB, insbesondere Vorsichtsprinzip, doch sehr weit angenähert der handelsrechtlichen Buchführungspflicht, sodass im Ergebnis zwischen dieser originär steuerrechtlichen und der abgeleiteten, der handelsrechtlichen, kein allzu großer Unterschied besteht. Ich hatte vorhin schon erwähnt, eine alternative Methode der steuerlichen Gewinnermittlung ist die Einnahmenüberschussrechnung, die allerdings nur grundsätzlich für nicht gewerbliche Unternehmen zugänglich ist, gegebenenfalls auch für Kleinstkaufleute im Sinne des 241a HGB, die ja auch nicht handelsrechtlich buchführungspflichtig sind. Paragraph 4 Absatz 3 ESTG sagt Folgendes: Steuerpflichtige, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen und auch freiwillig nicht Bücher führen und Abschlüsse machen, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben
ansetzen, die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Das ist im Vergleich zur bilanziellen Gewinnermittlung deutlich einfacher und führt dazu, dass im Grundsatz Änderungen im Vermögen sich nicht auf den steuerlichen Gewinn auswirken. Das ist bei den Überschusseinkünften auch so. Das sind die Einkünfte, die im Wesentlichen aus einer nicht selbstständigen oder nicht auf einem externen Markt betriebenen Tätigkeit herrühren. Überschusseinkünfte sind zum Beispiel die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also als Arbeitnehmer insbesondere, aber auch aus Vermietung, Verpachtung, das wäre also Verwaltung privaten Vermögens. Das sind Überschusseinkünfte und da gilt auch der Grundsatz, Änderungen im Vermögen wirken sich nicht auf die Höhe des steuerlichen Einkommens, auf die Höhe der Einkünfte aus. Und das gilt im Ansatz auch ein Stück weit für diese die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn man also nur die Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben oder handelsrechtlich die Aufwendungen und Erträge gegenüberstellt, bedeutet das, dass sich Änderungen im Vermögen im Grundsatz nicht auswirken. Am Ende wirken sie sich aber dann doch aus, denn es gilt hier das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip und das führt in der Regel nur dazu, dass bei der Einnahmenüberschussrechnung der Zeitpunkt der Besteuerung sich zeitlich verschiebt, aber gleichwohl, es wird im Ergebnis doch im Wesentlichen dasselbe versteuert, wenn man das mit denjenigen vergleicht, die den Gewinn mittels des Betriebsvermögensvergleichs, also mittels einer Bilanz, ermitteln. Beispiel, der Kaufmann hat im Jahre 2019 Waren geliefert und ihm steht dafür der Kaufpreis von 50.000 Euro zu. Dieser Kaufpreis ist im Jahr 2019 noch nicht gezahlt worden. Bei der bilanziellen Gewinnermittlung müsste aber gleichwohl jetzt schon für das Jahr 2019 in die Bilanz eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 50.000 aufgenommen werden. Das ist kein schwebendes Geschäft, sondern der Kaufmann hat ja die Waren geliefert, hat also sich die Forderung wirtschaftlich verdient. Das heißt also, es wäre in die Bilanz auf die Aktivseite für 2019 eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen aufzunehmen in Höhe von 50.000. Das würde potenziell den Gewinn erhöhen, denn wir haben dann mehr auf der Aktivseite und das wirkt sich potenziell gewinnerhöhend aus. Wenn wir dagegen eine Person haben, die von der Möglichkeit der Einnahmenüberschussrechnung Gebrauch macht, da würde das Zufluss-Abfluss-Prinzip gelten. Und wenn diese Forderung von dem Kunden erst im Jahre 2020 bezahlt wird, erst im Jahr 2020 landet tatsächlich der Kaufpreis von 50.000 auf dem Konto des Kaufmanns, dann wäre das bei der Einnahmenüberschussrechnung erst 2020 zu erfassen und nicht schon 2019. Aber es ist zu erfassen, wenn auch nur ein Jahr später. Das heißt, wir haben da in der Regel nur eine zeitliche Verschiebung, aber nicht die Situation, dass es überhaupt nicht mehr zu einer Besteuerung bestimmter Zuflüsse oder Abflüsse kommt. Also hier gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip und eben nicht dieses Prinzip der bilanziellen Gewinnermittlung, wo es auf den Zufluss-Abfluss nicht ankommt, sondern nur darauf, dass beispielsweise die Forderung wirtschaftlich schon entstanden ist, wie in diesem Beispielsfall. Dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip wird aber in verschiedener Weise durchbrochen. Beispielsweise müssen auch diejenigen, die eine Einnahmenüberschussrechnung durchführen, AFA vornehmen. Das heißt also, insoweit wirken sich Vermögensänderungen im Betriebsvermögen doch ein Stück weit aus. Auch hier gelten die Grundsätze über Einlagen und Entnahmen. Und das alles ist aber auch geboten durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Es muss also eine Gesamtgewinngleichheit bestehen, egal ob man Einnahmenüberschussrechnung oder aber bilanzielle Gewinnermittlung macht. Die Steuerlast muss auf die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit bezogen dann doch gleich sein. Das gebietet Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Und es ist auch jederzeit, im Grundsatz jederzeit möglich, die Gewinnermittlungsart zu wechseln. Das heißt, von der Einnahmenüberschussrechnung zur bilanziellen Gewinnermittlung oder auch in die umgekehrte Richtung. Es müssen nur die Voraussetzungen des § 4 Absatz 3 ESTG vorliegen. Das bedeutet, es darf keine Buchführungspflicht bestehen. Das ist also nur zugänglich für diejenigen Steuerpflichtigen, diejenigen Personen mit Gewinneinkünften, die keine Gewerbetreibende sind. Dann wäre ja die Buchführungspflicht nach § 238 folgende HGB gegeben. Also keine Kaufleute sind, genauer gesagt. Also insbesondere für Freiberufler und für Landforstwirte ist in der Praxis auch die Einnahmenüberschussrechnung die wichtigste Gewinnermittlungsmethode.
Ja, Zweck und Funktion der Buchführung, das würde ich vorschlagen, schauen wir uns dann in der nächsten Stunde genauer an. Wir würden dann für heute an dieser Stelle die Vorlesung beenden. Wir sehen uns in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Dienstag.